Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas Klein und ich möchte heute hier und jetzt auf diesem Kanal Mission Millionär nochmal die Gelegenheit wahrnehmen, ein Video zum Thema Selbstständigkeit, Schrägstrich, unternehmerisch tätig sein, Unternehmertum, ein Video machen. Denn was ich feststellen musste, dass ich in den letzten Jahren auf diesem ursprünglich auch mal diesen Kanal dazu gedacht hatte, über Selbstständigkeit eigentlich letztendlich den Kanal zu machen. Und dann bin ich so auch immer mehr abgedriftet in die Richtung Finanzen, auch politische Themen, habe auch ab und zu mal politische Meinung zu meinem Besten gegeben. Und letztendlich ist auch von den Abonnenten her der Kanal nie so wirklich weitergekommen, weil ich natürlich auch viel zu viele Themen gleichzeitig immer angesprochen habe. Und auch während der Fahrt, sagen wir mal, im Laufe der Jahre, der letzten 2, 3 Jahre, meine persönliche Meinung zu bestimmten Schlüsselthemen, die auch diesen Kanal betreffen, des Öfteren gewechselt habe. Ein Schlüsselthema ist zum Beispiel Edelmetalle. Ein weiteres das Thema Finanzcrash, ja, Euro, ja, all diese Themen, wo ich feststellen musste, dass ich mich habe hineinziehen lassen in Diskussionen und so weiter, die unglaublich viel Energie von mir gesaugt haben, unglaublich viel Zeit. Und ich bin dann teilweise, wenn ich mir das jetzt mal überlege, die Zeit, die ich da investiert habe, Energie und auch zeitmäßig, sind wahrscheinlich sechsstellige Summen wert, wenn ich die investiert hätte in entweder Energieauftank, also Massagen oder sonst irgendwas, ja, um mich Energie aufzutanken oder Sport oder halt einfach selbstständige Tätigkeiten auszuführen. Bei, sagen wir mal, einem durchschnittlichen Stundenlohn von 100 € oder so kann man sich das ein bisschen ausrechnen. Deswegen möchte ich motivieren und animieren, die Abonnenten, die es interessiert, beziehungsweise auch natürlich zukünftige Abonnenten für diesen Kanal, sich mal um das Thema Selbstständigkeit Gedanken zu machen. Und da gibt es eine ganze Menge zu sagen. Auch aus meiner Sicht, weil ich, sagen wir mal, den Großteil meines Lebens immer selbstständig war, auch im Ausland. Ich bin da nie so richtig klargekommen mit diesem Modell Angestellter sein. Und es ist halt leider nun mal so, das hat sich vielleicht auch in letzter Zeit ja, geändert. Das hängt natürlich auch davon ab, was du machst. Aber auch vom Land, wo du arbeitest. Ja, in welcher Kultur und so weiter. England ist was ganz anderes, Amerika wie Deutschland, wie Italien, wie Frankreich. In all diesen Ländern war ich schon mal, habe schon mal gearbeitet. Meistens als Angestellter nur sehr kurz, meistens eigentlich letztendlich als Selbstständiger. Und also wir gehen jetzt zurück die letzten 25 Jahre, ne? Also ich bin schon etwas älteres Baujahr. Und aber es ist nach wie vor immer noch so, dass du natürlich eine gewisse Fessel hast, ja. Also wirklich, es gibt wirklich Ausnahmen, es gibt wirklich Top-Firmen, wo du auch als Angestellter letztendlich mehr Vorteile hast, oder überhaupt kein Unterschied ist, ob du jetzt Angestellter bist oder Selbstständiger, es macht de facto keinen Unterschied. Es gibt richtig geile Firmen und ich auch als Selbstständiger arbeite mit sehr geilen Firmen zusammen. Ich suche mir meine Kunden mittlerweile weitestgehend aus. Ich habe viele Anfragen, die ich einfach gar nicht beachte. Also wenn mir jemand sagt, naja, ich habe gerade eine UG gegründet und habe auch schon 20.000 € auf dem Konto für Werbebudget, weil ich habe letztendlich eine Werbeagentur. Lass uns mal was machen oder so. Lass uns mal den deutschen Markt erobern. Ich komme gerade aus, dann sage ich, ja gut, kannst du mal versuchen mit jemand anders, aber bitte nicht mit mir. Ja, das heißt, ja, also long story short, eine ganze Menge zu sagen. Auf jeden Fall auch mal, um wegzukommen, meinen Kanal Schritt für Schritt auch ein bisschen wegzuziehen von diesen ganzen, ich muss es leider so sagen, Finanzpornografie, ja, weil es hat wirklich jetzt im Zuge der steigenden Popularität von YouTube generell, auch in Deutschland, im Dachbereich, das hat ja in den letzten, sagen wir mal, 5 bis 10 Jahren rasant zugenommen. Insbesondere die letzten, sagen wir mal, 5 Jahre. Sobald du da ein paar Kanäle abonniert hast, machst du quasi nichts anderes mehr.
Ja, du wirst quasi in Anführungsstrichen zugeschissen mit Content, ja, der dich überhaupt nicht weiterbringt. Null. Ja, also solange du, sagen wir mal, ich sage immer, meine, sozusagen meine Schlussfolgerung, solange du nicht achtstellige liquide Summen auf dem Konto hast, warum dir den ganzen Tag über irgendwelche Finanzthemen Gedanken machen? Und wenn du mal achtstellige liquide Summen auf dem Konto hast, dann such dir einfach einen vernünftigen Vermögensberater, der den ganzen Tag nichts anderes macht, ne? Weil dann kannst du dir den nämlich auch leisten. Und solltest du dir den auch leisten. Das heißt, kurz gesagt, egal wie viel Geld du hast, es ist eigentlich, es sollte nie wirklich so viel Zeit. Und ich sehe auch immer wieder so Berichte auf WDR, ARD und ZDF und Arte und so weiter. Finanziell frei, und dann werden dann so Familien oder Ehepaare oder irgendwie oder Pärchen dann interviewt und dann verfolgt oder dokumentiert, wie sie quasi ja immer sehr sparsam sind und auf dem Weg zur finanziellen Freiheit und 5, 6 Stunden dann immer verbringen mit diesen und das und mit Börse und so weiter. Ja, kannst du alles kicken? Es ist viel, viel wichtiger, dir erstmal Gedanken darüber zu machen, wie du theoretisch mehr Geld verdienen könntest, und das ist letztendlich Geld verdienen als solches an der Börse, ist meiner Meinung nach, und wirklich, da steckt ein großes Stück Erfahrung drin und damit Wahrheit, Bullshit. Ja, weil du wirst immer am letzten Zipfelchen der ganzen Nahrungskette sein in diesem ganzen Finanzwahnsinn und Börse. Und selbst einige von den großen Managern machen Fehler. Und letztendlich unterm Strich, was wirst du verdienen? Was wirst du unterm Strich haben, wenn du das mal auf Jahre hinweg siehst, hast du dann vielleicht irgendwie 10% Performance oder sowas. Du musst dir erstmal Gedanken machen, wie, auf welche Art und Weise erhöhe ich mein Einkommen? Wie verdiene ich mehr Geld, ohne jetzt physisch, also körperlich, irgendwie Schaden zu nehmen, langfristig. Also ich war schon einmal im Krankenhaus, weil ich zu viel Stress hatte. Das ist jetzt ungefähr, das war so 2018, da habe ich keinen Bock mehr drauf, ja. Dass man mich aus der S-Bahn rausziehen muss mit einem Krankenwagen, ja, weil ich nicht mehr gehen kann, weil ich zusammengebrochen bin. Geistig, ja, jetzt auch wieder Corona-Krise und so, ne? Also geistige Gesundheit, dass du nicht überschnappst, ja? Also zu viel Stress. Und seelisch, dass du nicht auf Teufel komm raus versuchst, Geld zu verdienen und alles kurz und klein haust, alles, was dir im Weg steht, mit dem Ellbogen platt machst und dann irgendwann mal 10 Jahre später feststellst, du hast keine Liebe, ja, keine Freunde, niemand, der dich liebt. Es gibt auch niemanden, den du liebst, ja, und dann bist du auch komplett im Arsch, ja, also seelisch, geistig und körperlich, ohne hier großen Schaden zu nehmen, sondern idealerweise sogar vielleicht dich weiterzuentwickeln, auch in diesen drei Bereichen, und trotzdem mehr Geld zu verdienen, ja, das ist die ganz große Kunst. Ich habe mich für meinen Teil schon seit einiger Zeit jetzt nochmal sozusagen nochmal von vorne frisch angefangen, 2016 in der Selbstständigkeit, und mich zu spezialisiert dort dann auf IT-Firmen und mache dort eben Marketing und Vertriebskonsulting. Ja, das ist nochmal ganz kurz zu mir. Also, was sind die großen Vorteile von der Selbstständigkeit, falls du da auch Interesse hast? Ortsunabhängigkeit. Es ist sogar per Gesetz so, dass jemand, mit der mit dir ins Geschäft kommt oder für den du, sagen wir mal, als Selbstständiger arbeitest oder Freiberufler, das ist, glaube ich, ein falsches Wort, Freiberufler, Selbstständiger, das ist das richtige Wort. Es muss sogar schriftlich vereinbart werden, und wenn du längere Zeit mit einem für selbstständig für eine und die gleiche Firma arbeitest, muss es immer wieder nachgeprüft werden, aufgrund dieser ganzen Sozial- und alles Mögliche, dass du sozusagen nicht das als einzigsten Kunden hast, dass du ortsunabhängig, dass dir nicht gesagt werden darf, wann du und wo du arbeitest und so weiter. Ne? Nicht weisungsbefugt nennt sich das im Fachjargon und so weiter. Das heißt, und das sind ja gleichzeitig die guten Vorteile. Ne? Also wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt einen Monat nach Hamburg,
Weiß mir da, weil ich da jetzt eine neue Freundin gefunden habe, dann gehe ich halt einen ganzen Monat nach Hamburg. Ein Angestellter kann es unter Umständen nicht. Ja, gut, da gibt es dann auch, je nachdem, für welche Firma du arbeitest, da gibt es auch viele Wege und so, ne? Viele Wege führen nach Rom. Aber so Standard, in meiner Branche, IT-Branche, ist das sowieso alles ein bisschen freizügiger, aber wenn du so lange die Leistung bringst, aber Standard, ja, es ändert sich was, dann musst du deinen ganzen Krempel umziehen und dir einen neuen Job suchen oder so. Hat sich jetzt auch wieder stark geändert, ne? Durch die Digitalisierung oder so. Aber in meistens Fällen ist es noch so. Du hast nicht diese Ortsunabhängigkeit wie bei der Selbstständigkeit. Definitiv nicht. Tagesunabhängig. Ich bin auch so ein Typ, der einfach an manchen Tagen einfach nicht schlafen kann. Ja? Ich habe so viele Sachen im Kopf. Ich habe irgendwie 17 Tassen Kaffee getrunken. Dann mache ich noch rum bis 2 Uhr nachts und dann kann ich halt am nächsten Tag nicht um 6 Uhr morgens wieder aufstehen. Ja, das geht nicht. Ich brauche meinen Schlaf. Ne? Und auch da, als Selbstständiger, wenn du keine fixen Termine hast, interessiert kein Menschen, wann du anfängst, wann du aufhörst. Hauptsache, du bringst die Leistung. Ja? Die Ergebnisse müssen stimmen. Du selbst bestimmst, wer dein Chef ist und vor allem, du darfst auch bestimmen, wie vielen Chefs du dienen möchtest. Und mit Chefs meine ich hier ist gleichgesetzt mit deinen Kunden. Ja? Du bist sogar dazu verpflichtet, mehr Chefs zu haben. Ja? Jetzt magst du sagen, naja gut, wenn ich jetzt irgendwo angestellt bin, zum Beispiel im Vertrieb, dann habe ich ja auch mehrere Kunden, die ich betreue. Aber du hast nur einen Chef und das ist ein Riesenunterschied. Beziehungsweise einen obersten Chef. Ne? Also du hast dort vielleicht sogar mehr Chefs, wenn du Pech hast, aber dein Chef ist die Firma, quasi der Inhaber der Firma, bei der du angestellt bist. Egal wie viele Kunden du hast, egal wie viele Unterchefs oder Teamleiter oder sonst irgendwas, wenn du da noch alles zuarbeitest, ja. Manchmal sind sogar deine Kollegen dort deine Chefs, weil sie irgendwie so viel Einfluss haben. Und du aufpassen musst, dass du nicht den Falschen auf die Füße trittst, sonst zwitschern die irgendwie an anderem Chef was ins Ohr, also Politik. Ne? Also das sollte ich hier vielleicht auch noch mal reinschreiben. Als Angestellter musst du sehr viel mehr Politics manchmal aushalten und erdulden, als wir als Selbstständiger, ja, als Externer oder ja, oder sagen wir mal, als Agenturinhaber, wenn du es so nennen magst, in meinem Fall oder was auch immer du machst. Das sind ganz, ganz große Vorteile, mein Lieber. Und dann hier solltest du dir als nächstes, wenn du planst, dich selbstständig zu machen, dir über deine Zielsetzung, mittellangfristig, kurzfristige Zielsetzung Gedanken machen. Es gibt nämlich drei Möglichkeiten letztendlich der Selbstständigkeit. Die erste ist als Selbstständiger oder Freelancer. Na, das ist letztendlich. So starten auch die meisten, die jetzt nicht unbedingt irgendwie eine große Kapitalspritze bekommen irgendwoher und einfach schon mal da ein paar Leute hinsetzen können und so weiter. Ne? Also diese typischen Startups mit Venture Capital, irgendwie sowas. Und wenn du einfach für dich ein gesundes Unternehmen aufbauen möchtest und hast du nicht jetzt die große Kohle, dich irgendwo einzukaufen oder hast keinen Bock, dich kaufen zu lassen von Beginn an, ja, also letztendlich hast du dann deine Kapitalgeber sind ja dann wieder deine eigentlichen Chefs, du bist dann wieder nur eine Marionette letztendlich. Wenn du dein eigener Chef sein willst, wahrhaftig dein eigener Chef und einfach ein gesundes Unternehmen starten möchtest, dann bist du dann in der Regel erstmal selbstständiger Freelancer. Dann die nächste Stufe ist selbstständiger Unternehmer. Das bedeutet, du hast definitiv mehr als wie nur einen Kunden. In der Regel drei, vier, je nachdem, was du natürlich machst. Ich rede mal jetzt natürlich immer von meiner Perspektive, von der Agentur her. Am Anfang startest du wahrscheinlich so, dass du natürlich viele kleinere Kunden hast, weil du natürlich erstmal irgendwie anfangen musst und Erfahrung sammeln musst. Dann ist es auch in der Regel sehr ratsam, dass du erstmal mit vielen Kunden erstmal dich auch ein bisschen ausprobierst. Viele davon werden nicht lange den Kunden bleiben. Das ist ganz normal. Also die Fluktuation wird sehr, sehr viel höher sein. Und es gibt natürlich auch besonders in der IT viele, viele Fälle, aber auch im Online-Marketing, ja, die ich schon miterleben durfte in den letzten Jahrzehnten, immer wieder, wo ich auch viel Freelance-Arbeit gemacht habe für Agenturen, dass halt Agenturen häufig so entstehen, dass es aus Angestellten, die halt irgendwo mal in einem Konzern angestellt waren, in einer Position wie jetzt Marketingleiter und sich dann quasi als Agentur rausgelöst haben und dann sozusagen
ehemaligen Arbeitgeber als ersten großen Kunden irgendwie mitgezogen oder so mal gestartet sind. Ja, das habe ich schon öfter erlebt mit großen Firmen, also quasi Agenturen, die entstanden sind mit einem großen Kunden und dann auch teilweise jahrelang davon gelebt haben. Ja, also große Kunden wie BMW, O2 damals, Vodafone und viele, viele Fälle habe ich das eben miterlebt und dann Firmen aufgebaut haben, 20, 30, 40 Mitarbeiter und hatten eigentlich nie mehr wie einen großen Kunden und ab und zu mal so ein paar kleinere, aber so 80, 90% des Umsatzes kam immer von diesem einen großen Kunden, der halt, sagen wir mal, von Beginn an mehr oder weniger da mit dabei war. Ja. Und selbstständiger Unternehmer hast du letztendlich dann schon einen Assistenten, hast ein paar Leute, die dich unterstützen, die auch schon eigenverantwortlich arbeiten und so weiter. Sagen wir so 3, 4, 5, 20 Leute vielleicht oder irgendwie sowas. Dann bist du so selbstständiger Unternehmer, wo du aber operativ noch Tag für Tag einfach wirklich voll im Geschäft mit drin bist. Ja. Und da gibt es auch Vor- und Nachteile. Und die dritte Stufe ist halt einfach dann richtiger Geschäftsführer, CEO. Du hast also zu dem Zeitpunkt, wenn nicht schon längst davor, von Anfang an gegründet, dann spätestens dann hast du als selbstständiger Unternehmer in der Regel dann auch eine Kapitalgesellschaft. Da gibt es ja unterschiedliche Formen, UG, GmbH, GmbH und Co. KG. Ich habe erst letztens wieder eine Anfrage gehabt von einer Agentur, von einer großen Agentur, die quasi Tochtergesellschaften gegründet hat. Eine davon auch in Deutschland, eine andere in den USA, noch eine in England und noch eine in Frankreich und noch eine. Also wollten quasi, es ist letztendlich eine größere und ein größeres Unternehmen aus Osteuropa und die wollten sozusagen Westeuropa den Markt ein bisschen mit reingehen dort und haben dann diese Tochtergesellschaften vor Ort gegründet, was eine sehr gute Vorgehensweise ist. Nur hatten sie auch entsprechend, die wurden auch mit Kapital schon ausgestattet, ja. Aber haben in Deutschland zum Beispiel eine UG gegründet. Das würde ich zum Beispiel komplett abraten davon, sobald du, wenn du, sagen wir mal, mehr wie 10, 20.000 Euro Einstiegskapital hast, auf jeden Fall sofort eine GmbH gründen. Also wenn du eine Kapitalgesellschaft gründest, dann bitte keine UG, weil da weiß nämlich sofort jeder, da bist du wahrscheinlich nur mit einem Euro reingegangen, du hast keine Kohle oder irgendwas ist da faul. Ja? Und also wenn du sowieso auf dein Geschäftskonto 10, 20.000 Euro einzahlst, ja, dann mach doch gleich eine GmbH. Denn es ist ja nicht so, dass das blockiert ist, das Geld, sondern du kannst es ja sofort wieder nach der Einzahlung ja sofort wieder abheben oder quasi sofort wieder verwenden für Investitionen. Ja, also das ist mir völlig unverständlich. Es ist vielleicht auch ein Anfängerfehler, wenn man jetzt noch nicht so viele Firmen in Deutschland gegründet hat. Ja, also habe ich dem auch abgeraten dann sofort. Oder ich habe ihn, der hat ja seine UG schon gehabt. Da habe ich ihn quasi in einem 20-minütigen kostenlosen Gespräch auch mal sozusagen ein bisschen beraten und habe ihm gesagt, hey, wandel das so schnell wie möglich um eine GmbH. Hast du ein ganz anderes Standing, wenn du hier im deutschen Markt oder im Dachmarkt irgendwas reißen möchtest, ja? Ist halt eine kleine Feinheit hier in Deutschland bei den Unternehmensstrukturen und Unternehmensformen, die du zum Beispiel, ich glaube, in der UK, wo ich auch eine Zeit lang war, so gar nicht hast. Ne? Da gibt es eine Limited oder eben Einzelperson. Ja? Fertig aus. Was ich abschließend noch mal sagen möchte, das Video mal beenden, damit es nicht zu lange wird, schon fast 20 Minuten. Was ich abschließend sagen möchte, je nachdem, wie alt du bist, ich poste das Video jetzt auf YouTube, ich habe keine Ahnung, wer da zuschaut. Ja, das ist anonyme Zuschauer, das ist das, was ich an YouTube immer nicht so gerne mag. Wenn du jung bist, zwischen 20 und 30 Jahre, kannst du gerne versuchen, gleich mal zu skalieren und mehr Risiken einzugehen. Wenn du sagst, okay, ich bin zwischen 30 und 40 Jahre. Hast du wieder ein anderes Profil, wenn du gerade dabei bist, eine Familie zu gründen und so weiter? Musst du andere Komponenten mit einbeziehen? Wenn du 40 bis 50 Jahre bist, sagst, ich will mich nochmal selbstständig machen oder ich will es mal ausprobieren oder ich habe mich sogar noch nie selbstständig gemacht, irgendwie sowas. Irgendwie auch hast du so eine Art Lebenswandel. Viele um die 40 bei Männern haben das, bei den Frauen ist es häufig so um die 30, 35, bei den Männern ist es häufig um die 40, 45. Ich zum Beispiel, ich habe mir, glaube ich, zum ersten Mal den Gedanken gemacht, eine Familie zu gründen. Da war ich auch irgendwie 40 Jahre. Ja, die 40 Jahre davor hatte ich nie den Gedanken, eine Familie zu gründen.
Und es sind häufig so mal vom Alter her so Punkte, wo sich beim Menschen was ändern kann, also Substanz, von der Denke her, von sich heraus intrinsisch, ne? Also nicht irgendwie gecoacht von außen, sondern von sich heraus einfach sich bedingt durch das Alter gewisse Dinge eben ändern. Ich höre jetzt auch nicht mehr dieselbe Musik wie vor 20 Jahren zum Beispiel. Oder doch, manchmal doch, ja, okay. Kannst du hier natürlich unterschiedlich gleich mal Gas geben. Faktor Sicherheit, ja. Wie viel reinvestierst du? Reinvestierst du sofort alles wieder 100%, bis du gleich siebenstellig bist oder sowas, ja. Oder machst du es eher in Etappen, siehst du das Ganze eher langfristig, dass du sagst, ja, ich mache das lieber auf Nummer sicher, ja, ich halte die Qualität aufs absolute Maximum und wenn ich sozusagen meinen Umsatz verdoppelt habe, in den nächsten 2, 3 Jahren oder jedes Jahr 50% wachsen, ist völlig super. Ich muss keine 500% wachsen. Und jeder da draußen, da gibt es so einige, die auch sehr, in Anführungsstrichen, erfolgreich sind. Erfolgreich, wenn du sagen möchtest, okay, Erfolg bedeutet, ich verdiene Millionen, viele, viele Millionen von Euro im Monat, dann sind die erfolgreich, klar. Aber es gibt viele da draußen, die so schnell skaliert sind, dass sie quasi innerhalb von 3, 4 Jahren von 0 auf 8-stellig oder so gegangen sind. Und niemand, ja, der ein bisschen Erfahrung hat, und ich glaube, ich gehöre zu denen, die ein bisschen Erfahrung haben, das ist alles relativ, ja, aber niemand kann mir weismachen, und ich habe es auch teilweise, weil ich auch in den Programmen dann mit drin war und so weiter, zum Beispiel, ich rede jetzt von diesen Coachings, können mir sagen, okay, niemand skaliert 500% im Jahr über mehrere Jahre hinweg und hält Top-Qualität. Es geht nicht. Es geht nicht. Weil, mal angenommen, du bist der mit der besten Qualität. Und jetzt hat, also quasi der Unterschied zwischen Selbstständiger und Unternehmer und größeres Geschäft haben, ist ja natürlich Duplizierung. Ja? Du duplizierst das, was du als Selbstständiger machst, duplizierst du, indem du Leute einstellst, Maschinen, Computer, je nachdem, was du eben produzierst. Wenn es Dienstleistungen sind, sind es halt Menschen. Ja? Tools und Menschen, nichts mehr. Geht ja nicht anders. Und du duplizierst dich nicht so schnell eins zu eins in der Qualität. Ja, das geht gar nicht, weil so viele gute Leute gibt es gar nicht da draußen. Ja, also richtig gute Leute sind absolute Mangelware, mehr denn je, und es war schon immer so. Ja. Und es ist ja nicht so, dass es da draußen irgendwie, wenn du jetzt, sagen wir mal, einen Top-Mann suchst für Google AdWords, ist ja nicht so, dass es jetzt da draußen einen Pool von Google AdWords Spezialisten gibt, die alle nur darauf warten, bis sie ein Jobangebot bekommen, sondern die sind ja alle schon busy, denn sonst wären sie ja nicht gut. Also die Top-Leute sind immer beschäftigt, sind nie arbeitslos. Ja? Und jetzt gehst du da raus und willst die abwerben, ja? Von deinen Mitbewerbern, ja? Also und so weiter. Also das ist nicht so einfach. Und diese super schnell skalierten Businesses, die so unglaublich erfolgreich, so unglaublich schnell erfolgreich geworden sind, die sind teilweise quasi haben Studenten eingestellt, teilweise, ja, die letztendlich das duplizieren, was der Gründer macht. Ja, und die können das also gar nicht in dem gleichen Niveau abliefern. Ja, und häufig ist es einfach das Wild Wild West Prinzip, also das Wilde Westen Prinzip. Die Fassade vorne ist quasi der Geschäftsführer, der auch ein Top-Mann ist. Aber wenn du natürlich dann dahinter schaust, ja, und dann arbeiten da 10, 20, 30, 50, 100 Leute oder was, dann sind davon eben nur ganz, ganz wenige auch absolute Spitzenklasse. Oder vielleicht nach ein paar Jahren, aber nicht gleich am Anfang. Das heißt, da gilt einfach das Prinzip Fassade, Marketing, verkaufen, perfektionieren, möglichst viele Kunden reinholen, schnell, 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 skalieren, 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 ja.
Und ich habe so viele Agenturen gesehen, wo das eben so ist. Und da herrscht dann teilweise über Monate lang absolutes Chaos intern. Natürlich ist es die Aufgabe der Geschäftsführung und der Mitarbeiter, vorne natürlich an der Oberfläche das Ganze so abzubilden, dass das natürlich nicht nach außen dringt. Aber die Realität sieht anders aus. Und auf diesem Kanal möchte ich ganz gerne mal über Fakten sprechen und Realität. Ja? Und weil es halt nicht alle, auch nicht viele, aber einige da draußen halt sich so unglaublich großkotzig ins Internet präsentieren, ja, weil sie ja so unglaublich erfolgreich sind und so unglaublich schnell skalieren und was weiß ich, wie viel BMWs und Mercedes und Porsche und was weiß ich alles fahren. Aber natürlich auf dem Rücken ganz, 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 ganz viele, ja, sagen wir mal, nur mittelmäßig produzierender Produkte und Dienstleistungen, ja, die halt einfach sehr gut abgeschirmt werden, indem man natürlich immer eine Spitze hat vom Eisberg, wo man natürlich Top-Leistungen bietet oder zum Vorzeigekunden hat. Und das ist eben das ganze Spiel. Ja, und in diesem Spiel ist auch niemand, wirklich niemand ausgenommen, der eben schnell wachsen möchte. Da führt kein Weg dran vorbei. Ich möchte es auch jetzt gar nicht so stark werten, was ist schlecht, was ist gut. Wenn du dich dazu entscheidest, besonders wenn du jung bist, wenn du dich dazu entscheidest, du möchtest diesen Weg gehen, der natürlich mit Risiken behaftet ist, weil das Ganze kann natürlich auch zusammenbrechen wie ein Kartenhaus. Ja, es muss nicht funktionieren. Bei manchen funktioniert es. Bei den vielen, wo es nicht funktioniert oder nicht funktioniert hat, die siehst du in der Regel nicht in der Öffentlichkeit so präsent wie bei denen, wo es funktioniert hat. Das heißt, du siehst immer nur die, da wo es eben funktioniert oder wo es funktioniert hat, ja, und denkst dir, na, das ist so einfach. Aber so einfach ist es dann vielleicht doch nicht. Und wenn schon jemand zu mir sagt, naja, ich habe zum Beispiel ein Coaching-Programm, ich erwähne das immer wieder, weil das die letzten 2, 3 Jahre so ein unglaublicher Trend war, ne, und so ein unglaublicher Hype immer noch. Und ich habe 5000 Kunden gecoacht. Ja. Natürlich habe ich dann vielleicht 200, 300 richtig gute Referenzen. Ja, weil das von 5000 sind 200, 300 gerade mal, also gerade mal 5%, wenn überhaupt 3% oder sowas. Ne? Wenn du dich aber dazu entscheiden solltest, langsam zu wachsen, mit Qualität, wirklich jeden Kunden bestmöglich bedienen, dann hast du vielleicht insgesamt nur 5 Kunden oder 10 oder 20 Kunden oder irgendwie sowas. Und wenn du von denen nur 5% sozusagen wirklich Top-Leistung, das ist eine ganz andere Welt. Und Gott sei Dank, muss ich sagen, gibt es viele von diesen, die den langsamen, stetigen, hochwertigen, qualitativ sehr, sehr hochwertigen Weg gehen. Nur um die zu finden, musst du lange suchen, ja. Da musst du wirklich mit der Pinzette vorgehen und die Nadel im Heuhaufen manchmal suchen, weil die natürlich auch nicht dieses aufgrund des bescheidenen, langsamen, aber qualitativ hochwertigeren Wachstums, die natürlich auch nicht die Kohle dazu haben, ja, im Monat 1 Million Euro auf Google zu verblasen, ja, und überall präsent sind oder auf Facebook oder irgendwo. Und das ist eben das Spiel, und da solltest du dir eben von vornherein dir bewusst werden, was ist deine Zielsetzung? Ja, willst du auch hier schnell reich und so werden und quasi alles über den Haufen rollen? Ja, aber dann halt einfach der Gesellschaft, der Industrie, der Wirtschaft und so weiter nur, sagen wir mal, einen sehr durchschnittlichen, insgesamt sehr unterdurchschnittlichen bis durchschnittlichen Mehrwert bieten, den du natürlich nicht nach außen kommunizierst, klar, ganz klar, ne? Sondern nur deine Top 5% Kunden wirst du natürlich nach außen kommunizieren. Oder gehst du den, sag mal, den bürgerlichen, mehr ehrenwerten, ehrenhafteren Weg, langsameren Weg. Und wirst auch irgendwann mal siebenstellig sein, aber es dauert eben länger. Es dauert vielleicht 5 Jahre. Ne? Okay, soll es gewesen sein für dieses Video? Es gibt viel zu erzählen. Du siehst schon, ich habe da auch ein paar Erfahrungen, ja, die es auch zu teilen wert ist im Internet, und hier unten habe ich dir noch ein paar Links reingemacht und so weiter. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, dein Thomas Klein. Ciao, ciao.